Zurück zu Mario Kart 7. Ja, heute möchten wir uns einen anderen Modus anschauen, nämlich den Mehrspieler lokal. Das ist nämlich so, ich habe euch ja gezeigt, wie der Mehrspieler online geht. Hier kann man jetzt einfach eine Gruppe erstellen und da kann man mit anderen 8 joinen, die das Spiel haben. Ansonsten kann man hier auch das so machen, dass ein anderer auf Download-Spiel geht. Ich spiele das mit Jesse zusammen, Sakai. Hi, du hast schon wieder meinen Namen falsch gesagt. Das ist ein Problem, wenn ich mitten im Reden bin. Aber ja, auf jeden Fall, dass sie das Spiel ebenfalls hat, kann sie jetzt hier relativ leicht joinen. Man könnte hier auch alternativ auf Download-Spiel gehen. Allerdings ist man da mit dem Shy Guy gefangen. Mit einem Shiny Shy Guy. Ja. So, hier werden wir jetzt unsere Hauptkaras und werden dann anschließend bei der Ballonschlacht teilnehmen. Zum Ring kommen wir gleich. Wir spielen auf jeden Fall mit dem Computer, weil der zweite ist etwas langweilig. Jo. Die Arena machen wir der Reihe nach. Items, ja, alle. Und wieso machen wir nicht einfach, da bei Arena aus, weil dann kann sie es aus. Achso, okay. Gut, dann, wie gesagt, alle Items und. Nee. Machen wir mal ohne Teams. Alle gegeneinander. Ja. So, und das sind jetzt insgesamt 7 Arenen. Wie 6. Achso, das da unten ist zufällig. Ja, das ist keine Arena, stimmt. Ja, okay, also es sind 6 Arenen und ein Kampf dauert immer 4 Runden lang. Diese Arenen sind nicht... Achso, ich darf mir auch eins aussuchen. Cool. Ja. Ich nehme jetzt einfach, weil Baum, nehme ich jetzt einfach eine andere Strecke. Diese, wie ihr seht, das sind Retro-Strecken, GBA Kampfkurs 1 und DS Palmengarten. Also hier gibt es Retro-Strecken, hier gibt es auch neue Strecken. Drei Stück. Genau. Und also auch hier haben Retro-Strecken Einzug gehalten. Das geht etwas unter, wenn man sich so die Cups anschaut. Und das Ziel ist, man muss von den anderen Leuten Ballons abknallen. Ihr seht, ich habe 3 Ballons. Dazu muss ich natürlich Items einsammeln. Und ja, sobald ich keine mehr habe, habe ich faktisch verloren. Ah, du kommst aber, glaube ich, nochmal wieder. Also ich muss sagen, ich habe dich hier den Multiplayer, also diesen Wettbewerb habe ich hier nie gespielt. Ich glaube, einmal in meiner ganzen Karriere. Muss ich auch sagen. So, ich hab einen weggezockt. Ich glaube, Daisy war's. Und jetzt Metal Mario. Pass mit diesen Bananen auf, bitte. Hey, irgendjemand hat mich gebombt! Ich weiß nicht, wer das war, aber ich hab's gesehen. Nein, der Wiggler! So, dann jetzt Mario dafür. Ach so, es geht darum, jemanden umzubringen. Oh, das habe ich jetzt gecheckt. Ja, wie gesagt, man darf halt, man darf selbst seine Ballons nicht verlieren. Und okay, dann muss ich mal irgendjemanden töten gehen. Und man muss die von der Gegner abzocken. Der Monty Maul ist gerade kamikaze-mäßig reingesprungen. Oh, Wiggler! Und ja, das kann man auch mit Teams spielen. Da gibt es dann ein rotes Team und ein blaues Team. Haben wir ja vorhin gesehen. Ja, da werden dann am Ende einfach die Teampunkte zusammengezählt. Ja, also was kann man zu dieser Strecke sagen? Sie ist sehr rund. Also mich erinnert es sehr an SNES. Ja, mich auch. Oh, yes, Mann, ich bin auf Platz 1. So muss das sein. Ah, du hast mich überholt. Ich sehe es gerade. Das darf doch nicht wahr sein. Haben wir eigentlich eine schwierige Com-Stärke ausgewählt? Ja, da stand einfach nur Coms. Ich weiß nicht, ob man die einstellen konnte, aber irgendwie kommen die mir gerade wie auf den Start des Mut vor. Ja, die haben gerade echt Level Baby. Und die machen gar nichts. Gut. Ach Mann, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich hab grad. Ha! Yes! Ich hab dich geownt! Nein, das hast du nicht getan! Das hab ich getan und sowas von. Und weil gewonnen! Yes! Ich hatte 5, aber weil ich gestorben bin, habe ich 3 verloren. Sucks to be you. Wenigstens ist die Honigbienenkönigin letzter. Das erfüllt mich mit Freude. So, gut. Das war die erste Strecke. Ich würde sagen, jetzt wählen wir die zweite, nämlich Nintendo 64 Riesendonut. Darf ich trotzdem was anderes wählen? Hauptsache nicht die wir schon hatten. Na gut. Wir möchten ja alle mal zeigen. Nee, die Wuhu-Stadt ist wirklich cool, deswegen würde ich das gerne als letztes machen. Naschparadies. Ja, Naschkatze. Das ist eine neue Strecke. Naschen macht Spaß. Ja.
wie gesagt, eine neue Strecke, die uns hier erwartet. Und also finde ich das eigentlich ganz... Ja, die sieht schon geil aus. Ja, ja, ich mag das. Das ist so ein Easy Ice. Das sieht cool aus. So. Mhm. Aber ich fände es eigentlich ganz gut, wenn wir mal Retro und uns Neustrecke abwechseln würden. Deswegen habe ich eine neue gewählt. Ja gut, können wir theoretisch so machen, aber da du immer was anderes wählst als ich. Ja, du willst die eine Retro-Strecke und ich will die andere Retro-Strecke. Okay. Shitterecke. Das kann man übrigens auch online spielen, wenn man will. Ich werde es jetzt wahrscheinlich eher nicht online spielen, weil dafür kriege ich... Also, dafür kriegt man auch ganz... Waste Points. Ich habe die Honigbienenkönigin gepoundet gerade. Mit einem Tanuki-Schwanz. Ich hab sie gerade angegriffen. Und es wurde irgendwie nicht gezählt, schon deshalb hat der Schneemann mich geowned, den ich... Aber ich hab erst einen gekillt. Ich glaube, ich muss dich mal töten. Chill, nicht mich. Mit dem Pilz kann man übrigens die Gegner rammen. So, ich habe jetzt auch irgendwie wieder irgendjemanden getötet, aber ich weiß nicht wen, das ist cool. Ah, ich habe den... Und jetzt habe ich dich geowned. Halt, schau dich an, wie sie mich hasst. Ja, ich hasse dich sowas von. Sie hat mich schon wieder geowned, das gibt's doch nicht. Ja, ich hasse dich, siehst du das? So, und nächsten geowned. Nein, ich bin so blöd! Ich bin in eine Banane reingefahren. Jetzt oh habe ich dich getroffen, aber es hat nicht gezählt, weil du in eine Banane rein bist. Tja, schade war's, ne? Jetzt habe ich versucht, immer mit dem Pilz zu rammen, bin getroffen worden. Sag und mal, an welcher Kampfstärke sind die jetzt mal ernsthaft? Ich weiß es nicht. Oder sind die Instant-Off stark? Weil wenn die Instant-Off stark sind, ist das echt eine schwache Leistung. Ja, also, aber der Blooper ist hier echt nicht schlecht, muss also, ich sagen. Also, ich habe schon ziemlich kassiert bisher. Also, das ist nicht meine Strecke. Ich bin aber die letzte war auch nicht deine Strecke. Also doch, da war ich ziemlich gut, bis du mich umgebracht hast. Da war dann halt nichts mehr zu machen, ne? Also, ich habe bis jetzt nur zwei Mal... Los! Boah, voll der Seite verpasst, ich Noob. Again, Erster. Also, sie ist besser hier. Merkt man, ich glaube, sie wäre auch im Paintball besser als ich. Ich bin im Paintball besser als du. Ich bin auch im Lasertag besser als du. Weil, wenn es hier ums Campen und dann Snipern geht, scheint sie ziemlich gute Erfahrung zu haben. So, jetzt mache ich Riesendonut. Es macht absolut Bock, Lasertag und Paintball spielen. Du hast nach Paintball zwar überall blaue Flecken, aber es ist geil. Einfach jemanden abknallen, das ist so toll. Okay. Okay. In Paintball. Paintball ist echt lustig. Stell dir vor, du bist dann ganz bunt danach. Was haben wir jetzt den Palm? Das, was ich gewählt habe, ne? Ja, vom Nintendo DS. Und ich habe vergessen, den Turbo-Start. Der ein bisschen an den Cheap-Cheap-Strand erinnert. Das hier bin ich tatsächlich mal gefahren, aber ich habe ja relativ negative Erinnerungen daran aus Mario Kart DS, weil... Ja, das war etwas blöd hier, fand ich immer, die PCs zu treffen. Ah, du dumme Schlampe! Daisy hat mich eben geowned, deswegen. Daisy ist hiermit die Stärkste, finde ich. Wow, der hat einen Stern, das habe ich nicht gesehen. Shit. Ja, hier kann man auch Sterne, soweit ich weiß, kriegen. Aber was ich mich gerade frage, sind das hier eigentlich auch in diesem Münzenwettbewerb, ist das andere, glaube ich, sind es die gleichen Arenen? Und ich habe irgendwie noch keinen einzigen getroffen. Das sind die gleichen, ja. Okay. Das sind die gleichen. Ah, da bist du ja mal wieder, Schatzi. Hab dich gern getroffen. Aber ich bin jetzt gestorben. Ich auch und ich habe bisher null. Ja, ich hab meinen geownten verloren wegen dir. In dieser Strecke zack ich, glaube ich. Ja, ich auch. Absolut grausam. Okay, die rote war gerade wieder auf Drogen. Die hat komplett daneben gezielt. Wer hat mich gerade irgendwas abgeschossen? Ich hatte zwei rote von zum Teufel. Welcome to my life. Oh, habe ich dich getroffen? Nein. Schade. Ich hab den Blitz getroffen. Oh Mann, ey, warum treffe ich dich nicht? Och, du scheiß Banane. So. Ein und. Zwei und. Was? Haha! Warum? Weil ich gut bin, obwohl in dieser Strecke zacke ich. Was geht eigentlich mit dem Wiggler ab? Ist der gestört? Darf ich den Wiggler töten? Der ist endwahnsinnig. So, Feuerblume, ab. Ey, Mann! Gesagt.
scheiße, du bist besser als ich. Ich bin wie Deutschland, ich bin immer Dritter. Ist es dir schon aufgefallen? In jedem Rennen war ich bisher Dritter und bin auch insgesamt Dritter. Der Wegler bedroht mich langsam. Ich glaube, ich muss den Wegler mal verprügeln. Ich bin wie die deutsche Nationalmannschaft. Mal gucken, wie sie in der WM abschneiden wird. Achso, nee. Nein, wir machen jetzt neue. Ach, du hast versagt. Es tut mir leid. Ja, gut, du wirst eh immer gewählt, weil du Titten hast, insofern. Sogar zwei. So. Wenn man sich überlegt, das ist ja schon die Mehrzahl. Ja, ich habe ein ausgepaart und ein normales Paar. Das hier bin ich tatsächlich in Mario Kart 7 mal gefahren. Das finde ich geil, die Strecke, weil hier kann man sich auch hinter den Wänden verstecken. Also ich mag diese Wuhu-Stadt, muss ich sagen, ja. Ich bin sogar mal in den Wettbewerb online gefahren, das fahren halt nicht so viele wie die Cups, ja, deswegen ja. Habe ich sehr schnell die Lust daran verloren. Aber wie gesagt, ich habe das mich selbst in der grünen Zone. Ja, also das war ich mal wieder. Ach so, du bist in mich reingefahren. So scheiße. Oh. Nichts Neues, ne? Und ich fliege ständig runter, das ist einzig blöde. Ein bisschen was hat es von Spyro hier, finde ich. Spyro 2. Bäm, Honigbienenkönigin geowned. Ja, ach gut. In ihren Hallen, also in ihrem Schloss, habe ich sie geowned. Das ist irgendwie neu. Aber ja, wie ich... Ah, was hat mich jetzt gerade getroffen zum Teufel? Boah, scheiße. Die Bienen. Du Hure! Chill. Ja, aber dieser Wegler. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist alles in Ordnung. Nein, es ist nicht. Der Wegler hat mich voll ganz gemein und böse zu mir. Komm her, du Spaten. Ich bin so schlecht. Denkt immer, er hätte den längsten. Hat er aber nicht. Aber ich finde die Strecke... So, jetzt habe ich ihn geowned. Ich finde die Strecke trotzdem geil, auch wenn ich hier nicht ich schlecht sie, ich bin. Ich finde sie crazy. Aber ja. Auf jeden Fall, ja, so wie ich zuvor schon gesagt habe, es gibt auch tatsächlich Waypoints, wenn man das hier online macht. Ja, ist echt so. Aber ich weiß nicht, was für welche. Werden die dann neu gezählt oder wird es auch drauf gezählt? Das sind eigenständiger. Zumindest war es in Mario Kart Wii so. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie es hier ist. Aber Mario Kart Wii hatte man 5000 am Anfang für die Rennen und 5000 so. Für die Wettbewerbe. Die Wettbewerbe machen aber eher weniger. Und man merkt auch, dass ich nicht gerade in Übung bin, also... Alles Rechtfertigung. Du, ich hab's auch ewig nicht mehr gespielt, also seit... Wann habe ich das Spiel bekommen? Kurz nach Release? Du, es ist kein Kompliment, wenn ich zu meiner Leistung sage, man merkt, dass ich nicht sehr in Übung bin, weil das heißt, dass ich schlecht bin. Ja, aber trotzdem war ich jetzt insgesamt schon besser wie... Nein, das ist der Ausrutscher von Deutschland bei der... Wie der Erste! Das ist der Ausrutscher von Deutschland bei der EM 2004. Wo sie in der Vorrunde ausgeschieden sind, aber trotzdem insgesamt Dritter. Also ich war schon besser wie du. Besser als... In Hessen sagt man besser wie du. Wir sagen auch besser wie du, aber trotzdem... Ja, wegen mir! Ja. Also der Goldpokal sieht natürlich schon schöner aus als der Bronzepokal. Also es tut mir leid, Leute, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Das ist ein wunderschöner Goldpokal, aber... Mir tut's auch es leid. Nimmt einfach der Falsche nimmt einfach vom falschen 3DS auf. Okay. Also gut, Leute, danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part Mario Kart 7. Danke für Daumen hoch. Und das nächste Mal geht es weiter mit den letzten Strecken. Und dann machen wir die Münzschlacht. Bis dann. Tschüss.